Hallihallo. Es dauert auch nicht so lang, alles hierher. Herzlich willkommen, Lady Untitled von Daniel Hahn. Ich habe auch schon 2008 die erste Rabenart-Ausstellung hier im Saarland gemacht mit fünf jungen, damals jungen Künstlern. Es ist aber jetzt was mit dieser Urban Art passiert, weil die Definition nämlich war, alles was irgendwie mit der Straße zu tun hat, irgendwie von der Straße kam. Sie übertragen nicht mehr einfach das, was draußen an der Wand gemacht wird, mit den gleichen Mitteln auf das, was dann nach drinnen kommt, sondern man nimmt sich den Malgründen Leinwand und Papier an und realisiert, dass man da anders mit umgehen muss. Und Daniel Hahn ist jemand, der das in Perfektion versteht. Und es gibt eben noch keinen Begriff für diese Gruppe von Künstlern. Deswegen ist auch der Titel der Ausstellung Maybe Untitled irgendwie perfekt. Es gab selten eine Ausstellung, in der mir irgendwie jede Arbeit richtig gut gefallen hat. Das ist hier so. Es gibt eben Hits für die Charts, bewusst komponiert, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und es gibt die Singer-Songwriter, die mit Herzblut irgendwas machen, was raus muss und dann ein viel authentischeres Produkt haben. Und das ist für mich eins zu eins übertragbar auf die Arbeit von Daniel Hahn. Also wir machen Samstag, den 16. April hier von 14 bis 18 Uhr die Türen auf und dann wird der Katalog hier zu haben sein. Ich weiß eigentlich jetzt gar nicht genau, wo das Ende ist.